So, liebe Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Ja, ich... Ja, ist ja gut, Spiel. Würde gerne weitermachen. Nicht ein neues Spiel, sondern fortfahren. Jo, gut. Horizon Forbidden West. Ich habe jetzt mal die Aufnahmemethode geändert, um zu gucken, ob es gegebenenfalls an anderen Sachen liegt. Ich habe jetzt mal PlayStation Remote benutzt. Aber eigentlich sollte das soweit... Klettermarkierung. Ich mach die mal an. Fokus an oder nicht. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir haben noch eine Fähigkeit, ne? Aber... Fernkampfmeister. Stärkere deine Entschlossenheit und verursache für begrenzte Zeit mehr Schaden mit Fernkampfwaffen. Ja. Gucken wir mal, ne? Was wir brauchen. Wo ich mit den Wachen rede, ich würde sagen. Ich bin noch nicht so lange wach. Was ist denn hier alles? Okay, das sieht komisch. Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Ja, das stimmt durchaus. So, will ich mal gucken. Schau dir ruhig meine Waren an. Ups, Entschuldigung. Werkzeuge, Rohstoffe zurückkaufen. Nee, ich würde gerne Sachen verkaufen. Werkzeuge, Rohstoffe, Streitfiguren. Warum kann ich den nicht verkaufen? Hauptupgrade, zu verkaufende Wertgegenstände, Ausrüstungsupgrades, Spulen und Gewebe. Nee, das brauche ich alles nicht. An dem kann ich nicht so viel verkaufen. So, ist jetzt die Frage, ob ich mit der Hauptquest weitermachen möchte oder noch nicht. Das wäre jetzt... Suchst du eine echte Herausforderung? Ein Spielmaschinenstreit gegen mich. Nee, ach so, ja, das mein... Ah ja, nee, Maschinenstreit brauche ich jetzt nicht zwingend. Du hast recht. Interessiert mich jetzt nur peripher. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Ja, das ist aber Erend, ey, Leute. Das solltest du eigentlich auch wissen. So, bevor wir jetzt mit Erend sprechen. Retterin! Nur du kannst helfen. Ja, Kanova. Wie klar. Sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, aber... Die Eklipse... Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, Kanova? Aloy ist es, die sie besiegt hat, und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Einige sind wohl nach Westen nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Laruvik, schlich sich fort und traf sich mit einem. Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich, und dann wollte Laruvik mich töten. Ich... wehrte mich. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Laruvik mit der Eklipse verbindet. Und da Conover den Mord nicht bestreitet, verurteilte Nozar ihn zum Tode. Woher weißt du, dass Laruvik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören, aber beide sagten das Wort Eklipse. Also für mich klingt das schon verdammt weit hergeholt. Man schreit Eklipse und schon entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben.
Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Da haben bereits ein Dutzend Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wenn Eclipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Aloy. Die Sonne segne dich. Immer mit der Ruhe, Soldat. Ich glaube eben irgendwie. Der lässt sich da. Ich glaube nicht, dass der sich das aus den Fingern saugt. Ich würde gern eigentlich vorher nochmal zu irgendwelchen Händlern und Schmieden gehen. Aber ich kann nur was kaufen bei der, ne? Ich kann nichts upgraden. Was kann ich denn bei ihr verkaufen? Habe ich nicht noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Hier. Metallscherben. Weg damit. Weg damit. Das behalte ich alles mal. Gut, so viel ist es gar nicht, ne? Ein guter Handel. Komm wieder, wenn du noch etwas brauchst. So, Waffen-Upgrades. Geil. Feuerjägerbogen brauche ich jetzt nicht zwingend. Der ist komplett verbessert. Ist der schon komplett verbessert? Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber ich habe doch nichts. Hier kann ich was machen. Nee, kann ich nicht. So, kann ich irgendwelche Outfit-Upgrades machen? Ja, hier kann ich was machen. Das sind aber jetzt auch nicht unbedingt alles viel bessere Sachen. Jo, wollen wir mal, ne? Herstellung. Beutel-Upgrades. Geil. Hier haben wir doch was. Stolperdraht, Jägerpfeil, Köcher. Präzision. Nein. Dafür brauche ich Fuchsknochen. Okay. Ich finde es trotzdem. Ich finde es trotzdem schade, dass die Elo das an der Werkbank machen muss. Da müssen wir durchaus. Müssen wir uns durchaus mal so To-Do-Listen erstellen, ne? Also gucken, was wir brauchen, was wir sammeln müssen, etc., etc. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. So, jetzt lasse ich mal in Ruhe arbeiten. Und hier komme ich so gar nicht durch. Das ist schon ein bisschen interessant, weil ich bin hier ja doch außerhalb gefühlt der Stadt. Komm ich hier? Nein, kann ich nicht. Und ich kann auch nicht schnell reisen. Ich habe nämlich keine Schnellreisesachen. Die Frage ist, kann ich hier auch eine Werkbank herstellen? Das ist jetzt hier die große Frage. Liebe Leute. Ja, nee, ich bin heute etwas früher wach geworden als geplant. Dementsprechend habe ich mir gedacht, immer. Wen soll ich denn jetzt schon wieder ignorieren? Bin nur ein bisschen früher wach geworden als gedacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du noch ein bisschen Zero Dawn auf. Forbidden West, Entschuldigung. Spezialausrüstung, Trankherstellung. Habe ich alle. Fallenherstellung habe ich auch. Nee, also da weiß ich nicht, wie ich Schnellreisepakete herstellen soll, kann, muss, darf. Da bin ich dann ein wenig.
Rucksack. Ich hab keine Ahnung, wie ich mich da jetzt durchgezwängt habe, aber okay. Lol. Hallo, ich würde gerne nach oben, danke. So, okay. Ich finde es ein bisschen komisch, dass mein Remote Play ein bisschen verbuggt ist. Und zwar kann ich keine 1080p einstellen. Das ist nicht so optimal, wie ich es gerne haben wollen würde. Obwohl es eine PlayStation 5 ist, sie sollte das durchaus können. Ich weiß nur nicht, warum das Remote Play da ein bisschen rumheult. Ja, ich sehe nicht der Retterin ähnlich. Ich bin die Retterin, theoretisch. Sag mal, bin ich blöd? Warum komme ich denn hier nicht durch? Na, nervig. Gut, weißt du was? Dann mache ich einfach mal die Quest, die Hauptquest weiter. Komm, bevor ich mich jetzt hier großartig damit aufhalte, um zu gucken, wie ich wo lang komme, mache ich das dann einfach ganz normal. So. Immer noch bei Zero, bei Horizon bin ich immer noch so ein bisschen die Xbox-Steuerung gewohnt. Und die haben ja leicht versetzte, hier so diese leicht versetzten Cursor. Und dementsprechend ist es ein bisschen befremdlich für mich. Ich finde dadurch, dass das Steuerkreuz beim Xbox und beim Switch Pro Controller unterhalb des Analogsticks, des linken Analogsticks ist, finde ich das halt perfekt, weil man da ganz schnell mal sowas rumswitchen kann. Und ich finde es halt ein bisschen leicht ungewohnt, wenn man das halt nach oben, wenn man nach oben drücken muss. Hier muss ich doch auch irgendwo reinkommen. Ich beiß mir jetzt in den Arsch, wenn ich jetzt hier einfach durchkomme. Sie ist positiv, Bajib. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt da draußen. Ja. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Eloy von den Nora nach Farley? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Na super. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer drei Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Bajiv hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, in der Tat. Okay, interessant. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm, aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll, besonders wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und das wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört.
Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Klar. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Alvund. Den habe ich ja gefressen. Ja, jetzt müssen wir dem Lümmel hier folgen. Das ist schön, dass er sich nicht beeilt. Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Na dann. Hey, Wühler. Hast du schon was? Ich werd's brauchen. Doch, es steht uns nicht. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe. Was dauert da? Klappe. Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Oh, ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der dritte Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Was will der denn jetzt schon wieder? Als ob dem sein Befehl mich aufhalten würde. Weil was will er machen? Uns einsperren? Öffne bitte die Tore! Lass sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswippe persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn hier tun? Hey, Val. Hi, Erend. Befehl. Aloy will etwas, Öffnet die Leute wollen hier im Weg stehen. Tore. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen! Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nosa! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha! Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Wenn's die Welt rettet, herrlich. Finde ich super. Na, was im Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Ja. Feuerunterstützung. Als der Stamm, von dem Marat sprach, die Tenakt, müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen? Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Ja. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Bin ich mal gespannt, ja. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt.
Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen Sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment! Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Ja. Ich bin Verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Verzeih, meinen Kameraden. Hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Das ist schön, ich aber... Ich gebe mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Du fragtest, warum ich passieren muss. Bei mir die Wahrheit. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Ikaro kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsklan-Banner! Gut, dann hat sich das ja alles geklärt. Glaube ich. Marschalle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsklan. Und der Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller 3 Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Ja, musst auch du dich drin halten, Aloy. Geht nicht immer alles nach deinem Kopf, Mädchen. Ja, tschüss. Du kommst jetzt. Kaja, öffnen die Tore.
Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkarus größter Fehler. Diese Rivalen verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Ach, so Hikaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte. Alter, hat er zwei Kettensägen als Unterkiefer? Lol. Lanzen! Formieren! Überfall auf die Gesandtschaft von einer Verrückten. Na super. Das kenne ich doch irgendwie. Sie reiten Maschinen! Wo haben Sie das gelernt? Silence. Verschärf! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! In Deckung! Scheiße. Wenn die alle sterben, dann wird das den Kaja in die Schuhe geschoben. War da gerade ein schwebender Bogen? Schützen! Wehrt sie ab! Alter, wie gemein. Flankieren! Zu den Kaja! Überrennt sie! Fuck. Das gefällt mir gar nicht. Ich finde es aber cool, dass der Dingsbums FPS-Zähler von Steam klappt, wenn ich hier das PlayStation Remote drehe. Als Steam-fremdes Spiel in der Bibliothek kombiniere. Autsch. Kaja! Gib mich da! Los, Feuer frei! Ich sehe kein Ziel! Ja, lass euch nichts gefallen, Jungs. Oh nein, nicht er. Was macht Aloy? Hallo? Aloy. Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felskar! Sie haben uns! Da kommen sie! Ich will zwar jetzt nicht sagen, aber... Ich muss die Maschinenreiter auf dem Feld erledigen. So, ja.
auf die. Was zum Geier? Wie, ich habe keine Muni mehr. Fuck. Jetzt aber. So, ist der nächste. Alles okay. Was war? Lo. Was hab ich denn da jetzt gemacht? Nein, nicht er. Nein! Ich hab so das Gefühl, die sterben alle. Autsch. Nur noch wir beide, Val. Wir packen das. Warte mal, ich probier's mit Feuer. Bin ich blöd oder was ist da los? Was geht denn? Ich will zwar jetzt nicht sagen, man muss es ein bisschen übertreiben, aber. Na komm. Hier, du Sau. Also die Speere sind super. Diese olle Fotze hat uns alles versaut. Nun gut. So viel zum Thema still und leise. Ja. Wie ein Fallschirm. Okay, das ist cool. Ich will auch so einen Fallschirm haben. Wie ein Schild. Jetzt du, Kleine. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Diesen Kampf habe ich gewonnen. Ich kann, wenn ich ihm Schaden zufüge. Schwach gegen Säure. Fuck, und ich habe nichts mehr zum Heilen. Ja, natürlich. Ich muss eine Abwehr durchbrechen.
Das ist meine Chance. Ergib dich! Ja, man kann es auch übertreiben, finde ich. Dein Schild hat sich regeneriert. Na komm her. Warum ist er so schnell? Du hältst mich nicht auf. Fuck, ich hab keinen Metallschirm mehr. Leck mich doch. Man kann sie übertreiben, finde ich. Na komm her. Ich war im Staub. Ich werde den Schild durchbrechen. Ja. Ja. Der Schild wird dich nicht retten. So, er ist ungeschützt. Ergib dich. Dieser Lappen. Alter. Ich will zwar nichts sagen, aber... Das war ein bisschen übel. Für Einstiegskampf. Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! War mir klar. Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert, die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hikaru beginnt. Abmarsch. Ich habe das Gefühl, dass wir das verhindern müssen. War jetzt nicht optimal. Gefällt mir nicht. Die Olle kriegen wir noch, auf jeden Fall. Oh, der hat seinen Arm verloren. Los. Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Besser ist das. Dann bleibt mir wohl nur Erend. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. Beide stark verwundet. Zeitraffer. Ein paar Tage vergingen. Fliegt der immer noch so ein scheiß Bogen? Lasst uns plündern, Jungs. Na gut, ich wollte schon sagen, was ein Arsch, aber... Das ist jetzt nicht so tragisch. Es hält wohl nicht viel aus.
Aber ich sollte damit gleiten können. Okay, kann man mal machen. Finde ich cool, dass wir den jetzt haben. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Nozar, Wadis, Paschaf. Ein Massaker. War nicht schön. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenakt-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenakt-Gebiet? All das da draußen? Das ist Niemandsland. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Scheinbar. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseran durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaru-Grenze. Aber warum... Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst, kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst? Ich komme klar, würde ich sagen. Oder? Verschaf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verschaf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Ja, das macht Sinn. Ja, komm. Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Ich muss nur gucken, dass ich ein paar Schnellreisepakete hinkriege. Ich weiß nur nicht, wo ich die herkriege. Und das mit deinen Freunden. Die verarzten wir. Gut. Immerhin. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Ach, na warte. Bist in Ordnung. Ja. Ja, gut, ne? Jetzt bin ich auf alles vor. Wie, ich habe 6 Fähigkeitsstufen? What the fuck, warum? Okay. Ist okay, ich nehme. Munitionsexpertin. Yeah. So sieht's aus, Mutti Maus. Gibt's hier noch irgendwas? Gesundheitsregeneration. Verteidigung. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, Eindringling? Stiller Schlag. Fernkampf. Oh ja. Das sieht ganz gut aus. So. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wie ich. Mein Zeug krieg. So, Ja, eigentlich müsste ich nochmal zurück ins Lager. Okay, das ist cool. Also, der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen.
Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte. Genau, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause, dann sind wir hier aber auch wieder zurück, weil ich will nämlich nochmal ins Lager gehen die und noch ein bisschen... Die Anführerin des Hinterhalts, Regala, befehle ich dir eine Menge Maschinen. Ja. Es gibt sonst nur einen Menschen, der... Ich lasse noch ausreden verfügt. Und dann mache ich beende ich den Part. Silence. Aber was hat er vor? Warum hilft er Tenakt-Rebellen? Gut. Ich bin wieder draußen, wenn wir uns beim nächsten Part sehen. Einfach aus dem Aspekt, dass ich jetzt nur durch die Stadt laufen werde und versuche, ein paar Schnellreisepakete zu kriegen. Und ja, mehr nicht. Ne? Bis dahin, macht's gut, tschüss!